Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Battlefield 3, Eroberung Vorherrschaft, Operation 925, Junge Pam. Nein, nochmal langsam, Eroberung Vorherrschaft auf Operation Operation Metro. Operation 925, diesmal ist dabei der Packy von dem Plow-Clan, also vom PS3 Video News. Und stell dich mal kurz vor. Ah, du bist sogar bei mir im Squad, Junge. Und noch dabei ist der Leon, Junge. Ah, er hat auch einen Kanal hier. Alle, wir sind so. Viele haben bei mir im Trailer gefragt, also den Trailer von Plow-Clan, den Packy erstellt hat, was es überhaupt ist. Es ist ein YouTube-Community-Clan, wo sich mehrere YouTuber zusammentun und halt da gemeinsam Projekte starten oder halt zocken oder ein bisschen ausrasten mal ab und zu. Und ich danke euch wieder vielmals fürs Einschalten. Alter Dodo Bam! Ich war doch eben bei dem Squad. Oh. Alter, ich hab dich gerade im Squad gesehen. Ich hab's auf Video, Junge. Ja. Ich bin doch da. Oh ja. Wir hatten heute das Thema, ja, Packy, wenn wir jetzt hier schon dabei sind, können wir hier kurz mal über das Thema berichten, über die Festplatten und über den Speicher und über die Spielen von heute und von morgen. Ne, von PlayStation 2 zu PlayStation 3 oder halt andere Konsolen. Erzähl mal hier was. Ja, genau. Genau. Ja, Mann. Also wenn man zum Beispiel jetzt sich einen USB-Stick kauft und nicht genau achtet, was auf der Verpackung hinten drauf steht, da steht meistens drauf, wie viel Mbits man die Sekunde lädt. Wenn man dann so einen billigen USB-Stick kauft, wo man beim Mediamarkt für 10 Euro oder so kauft, einen 8 GB USB-Stick, ja, nichts dagegen. Wenn ihr euch einen USB-Stick oder eine Festplatte kauft, dann achtet bitte, wenn ihr eine schnelle Festplatte oder einen schnellen USB-Stick haben wollt, dann achtet doch bitte auf die Mbit-Download- oder Upload-Geschwindigkeit, weil es gibt auch USB-Sticks, die laden dann mit 2-3 Mbits hoch. Und wenn ihr euch eine Festplatte kauft, oh, Alter, da waren 5 Mann. Wenn, bam. Wenn da 5 Mann, wenn ihr euch eine Festplatte kauft, dann achtet da drauf, ob sie bootfähig ist, ja. Man braucht nicht immer eine bootfähige Festplatte, aber wenn ihr mal ein neues System auf euren Computer haben wollt, dann ist es schon von Vorteil, wenn ihr eine bootfähige Festplatte habt. Ja, ganz einfach, weil die meisten USB-Sticks einfach nicht bootfähig sind oder dafür so schlecht sind, da sie halt so eine geringe Mbit oder Mbit-Upload- oder Download-Geschwindigkeit haben. Wo bist denn du? Ach, da hinten. Ja, ich renne hier gerade. Das Gameplay ist übrigens jetzt mit der PP2000 erstellt. Ich habe mir jetzt einfach mal gedacht, komm, nimmst dir mal die PP2000 only. Habe ich mal Bock drauf und spiele eigentlich sehr selten, also ich habe glaube ich 5 Kills bis jetzt insgesamt. Jetzt habe ich 6 Kills mit der PP2000, also ich zocke nicht so oft mit der, weil ich die einfach so schlecht finde, aber die gefällt mir gerade im Moment, weil die eigentlich ziemlich präzise ist und wenn man da noch ein Rotpunktvisier drauf donnert, dann geht es schon. Alter, wie viel hältst du denn aus, Alter, Mann? Mann, du musst Bam. Du musst Bam. Bam! Ja, ich bin der Meister, der im Clan hier die lustigen Sprüche erfindet. Ja, ich bin hier nicht der Barbo, aber
Ab und zu muss man auch Spaß haben. Eigentlich ist es, ist, also wenn ihr beitreten wollt, dann schreibt einfach Pakulin, ach Pakulin, Sprachfehler for the win, Pakulin oder PS3 Video News an. Der ist der Clan-Leader, hat auch den Teams, der hat auch den Teamspeak-Server im Moment, also ist da gerade Admin. Ihr könnt da beitreten, ist unverbindlich, kostenlos und da könnt ihr halt mit ihm weiteres besprechen. Schreibt ihn einfach bei P, also schreibt ihn einfach bei YouTube an, bei PS3 Video. Nur steht auch nochmal im Video unten im Clan-Dings, ach, im Clan-Dings. In der Videobeschreibung, Alter, was für Sprachfehler ich heute raushaue. In der Videobeschreibung steht nochmal genaueres drin. Da ist ein Headshot, nee, doch nicht. Ich habe keinen Dings Sunny, aber ich mach gleich Sunny rein, okay? Jetzt komme ich ganz raus im Moment. Ja, da könnt ihr ihn anschreiben, könnt ihn fragen, ob ihr beitreten könnt. In der Regel sollte es kein Problem sein. Nur ihr seid halt. Ja, genau. Ihr solltet halt ein System haben oder also eine Konsole oder ein System, halt ein PC, ein Gamer-PC oder was weiß ich, einen normalen PC oder was weiß ich. Irgendwo, wo ihr drauf zocken könnt oder irgendwo, wo ihr drauf zockt, weil ja, das geht eigentlich hier in dem Clan mehr um Gaming und nicht einfach so um anwesend zu sein, sage ich jetzt mal. Gut, man labert auch mal ein bisschen Scheiße, währenddem man hier zockt oder man wird dann in die Aufnahme geschoben. Also hier gibt es auch eine eigene Aufnahme. Ein eigener Aufnahmeort auf dem Teamspeak, wo ihr dann in Ruhe aufnehmen könnt. Dann sagt ihr einfach zum Beispiel Peggy Bescheid. Der schiebt euch dann in die Aufnahme und da könnt ihr dann ganz in Ruhe aufnehmen, wenn ihr dann selbst YouTuber seid oder halt irgendwie was aufnehmen wollt mit anderen Leuten. Ihr könnt ja auch gerne andere Leute im Clan fragen, die dann, wenn dabei sind, mit denen ihr dann gemeinsam Projekte starten können. Ich und Leon haben auch schon ein bisschen ihr Payday gezockt, haben es auch aufgenommen. Der war bestimmt dabei. Seht ihr Payday, seht ihr da noch bei mir? Das kommt ein bisschen später, weil im Moment ist ja noch GTA und The Last of Us. Und wenn eins von den beiden fertig ist, kommt dann Payday. Und ja, jetzt sind wir ganz von unserem Thema abgeschweift, von Festplatten, Spielen, Memory Cards. Ja, jetzt kann der Pecky noch mal kurz weiter erzählen. Ja, 8 MB, man hatte früher auf der PS3, ach PS3, PS2, ja, hatte man, gab es ja noch Memory Cards, die hat man dann über den Controller gesteckt. Ja, über den Controller-Stecker. Ja, die hat man dann da reingesteckt und da konnte man halt, heute hast du eine interne Festplatte in der PS3, ja, die bei mir jetzt auch schon voll gemüllt ist und voll zu ist. Hast eine interne Festplatte von 80 GB. Und zum Beispiel jetzt, und früher hat es halt nur eine Memory-Karte von 8 MB, wo da konntest du massische Spielstände drauf speichern. Ich glaube, bis zu 6 Spielstände, ja. Und die waren vielleicht, was weiß ich, 800 Kilobyte groß, also 0,8 MB groß. Und ja, noch nicht mal 0,8 MB, also noch kleiner, also vielleicht. Keine Ahnung, vielleicht 0,2 MB oder so. Ja. Und heute wird dann halt das ganze Save Game drauf gespeichert. Die Spieldateien werden drauf gespeichert. Das frisst schon ordentlich an Speicher. Ja. Und keine Ahnung. Ab und zu habe ich auch nochmal Bock, mir die. Also hab ich Bock dann irgendwie einen Sonntag oder so. Stelle ich mir nochmal die PS2 auf und zock nochmal die San Andreas oder so und baue eine Scheiße, Alter. Richtig nice. Oh fuck ja. Ja, hab ich vergessen, tut mir leid. Ja, wenn ich reden bin, bin ich voll abgelenkt. Ja, genau. Ja, also alle, die für PlayStation Plus, also die alle, die PlayStation Plus Nutzer sind, bekommen im Moment richtig geile Spiele geschenkt, meiner Meinung nach. Es gibt im Moment Saints Row the Third. Das kostet 29 €, dann gibt es nochmal Payday für 20 €, wenn man sich das regulär kauft. Und jetzt komme ich als Sunny rein. BF3 natürlich 40 €.
ist eigentlich eine gute Aktion oder ein gutes Angebot im Moment, sage ich jetzt mal, weil wenn man mal überlegt, was für Spiele man in einem Jahr geschenkt bekommt, wenn man ein Jahresabonnement von PlayStation Plus hat und das Jahresabonnement kostet bei Amazon 42 Euro, ey, Pecky wurde gerade wiederbelebt, ne? Ich konnte noch nicht reinkommen. Ja, warte doch mal, da kriegt man im Jahr gute Spiele geschenkt. Und das kostet halt 42 Euro im Jahr. Ich finde das besser, als wenn man sich die Spiele halt hier neu kauft, ja. Und für 42 Euro kriegt man im Jahr mehr Spiele im Wert von, keine Ahnung, geschenkt als im Wert von 1000 Euro geschenkt, hat gerade Peggy gesagt. Und man bezahlt, wenn man es mal hochrechnet, eigentlich nur 42 Euro im Jahr. Gut, wenn das Jahr rum ist, hast halt die Spiele, kannst halt die Spiele nicht mehr spielen. Kannst halt wieder nur spielen, wenn du wieder PlayStation Plus hast, aber selbst 3 Monate kosten nur 15 Euro und das finde ich immer noch eine günstigere Alternative zu zu PlayStation, zu Xbox Live, das ja im Jahr 49,99 € kostet und man kriegt jetzt, da Xbox Live das nachgemacht hat, kriegt man pro Monat 2 Spiele geschenkt, wo dann Xbox direkt aussucht, also Microsoft. Und ich glaube, bei Sony ist es doch so, dass die Kunden abstimmen können und dann das meistbewertete Spiel wird doch in PlayStation Plus getan, oder? Okay. Nicht wiederbeleben. Okay. So, dann machen wir hier mal wieder die L96 rein und beim Sanitäter nehmen wir jetzt einfach die M16A3, mir egal. Ich bin jetzt Sunny, da gleich direkt ein Wiederbeleben. Machst du nichts dran. Alter Mann, das sind 3 Jungs! 3 Jungs und ich krieg's nicht gebacken, einen umzubringen. Also, wenn ihr wie gesagt beitreten wollt im Blow Clan, schreibt einfach Packy an, also PS3 Video News. Könnt auch ein Abo bei ihm da lassen, wenn es euch gefällt. Und könnt es auch kommentieren, liken und ja, genau. Ihr wisst schon, wie YouTube funktioniert. Er macht halt speziell auf seinem PS3 Video News Clan, ach Clan, bla bla, Kanal, macht er Gaming News. Ja, warte mal, ich habe mich gerade konzentriert, ich konnte gerade nicht. Da, um die aktuellen Spiele, was zum Beispiel rauskommt, oder was ein DLC erschienen ist, oder was ist, neue Trailer oder neue Fotos, das macht er, ja, oder PlayStation Plus, wie gesagt, haben wir ja gerade angesprochen. Macht halt News oder Infos zu den neuen Spielen, ja, bla bla. Und es sind sehr gute Videos, Le gibt sich auch sehr viel Mühe, also schaut mal vorbei. Das muss sein, Junge. Nein, man hilft sich doch gegenseitig, oder? Oder nicht? Also ich machte so. Junge Bam! Ja, hast du auch Hunde? Ich habe auch Hunde. Zwei kleine Hunde. Ja, habe ich auch. Und ein Yorkshire. Die sind die besten, ne? Ja, genau. Also, wenn wir jetzt hier schon mal beim Thema Hunde sind, ich habe einen Shih Tzu, der so ungefähr so 3 Kilo wiegt, also so ein sehr kleiner Shih Tzu, so ein kleiner Chinesenhund, aber der kommt aus Amerika ursprünglich, also von meiner Tante, die hat eine Hundezucht in Amerika und da gibt's so kleine Yorkshire, ne? Also die sind zwar richtig nice, die Hunde, aber die bellen immer und bellen und bellen, ja. Und wenn dann so ein Schäferhund kommt, haben die kein Maul mehr, Junge.
Ja, Mann. So Mini-Dampfwalze, Alter, die machen alles platt. No kill! Haha, du Nupu! Alter, da kommt der nächste. Ey, Packy, weißt du was über Uncharted 4 oder so, wenn wir schon hier bei Gaming News sind? Ja, ich weiß auch. Alter, du Noob, von hinten vorne, wo noch? Oh, ich wollte mir gerade die PP 2000 reintun. Usas Junge, bam! Headshot! Wo bist du? Passt doch mal ein bisschen auf jetzt, Mann. Ja. Ihr könnt auch natürlich, wenn wir jetzt schon bei Werbung sind, könnt ihr auch bei Levi LP bei Leon vorbeischauen. Schreibe ich alles unten in die Videobeschreibung. Und wenn wir schon mal dabei sind, ne? Ich hatte mir mal überlegt, vielleicht euch mit euch, also nicht, also ihr seid auch natürlich damit gemeint. Und die Abonnenten in meinen Clan mit einzubeziehen, indem man, sage ich jetzt mal, Gastcommentaries macht. Zum Beispiel, was man zockt eine Runde Call of Duty oder man zockt eine Runde Battlefield oder man zockt eine Runde Uncharted, nimmt es auf mit einem Mikrofon in, und stellt sich dann vor, was man so macht, was der Sinn hinter dem YouTube-Kanal ist, wie lange YouTube schon mal. Also einfach euch mal vorstellen und euren YouTube-Kanal. Wenn ihr sowas machen wollt oder wenn ihr sowas habt, wo ihr mir gerne zusenden möchtet, dann schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Ich kann es dann auf meinem Kanal hochladen, kann dann euch sozusagen ein bisschen promoten, ja, und kann dann halt eures Talent oder je nachdem, was ihr macht, halt auf meinen Kanal hochladen. Sowas ähnliches wie das Padawan-Projekt, aber nicht so ausgefallen, sondern einfach nur ein Video von euch, wo ihr ein bisschen was von euch erzählt. Und da sterbe ich! Okay. Ja, Mann, Alter, so muss es sein, Alter. Und da kann ich einfach ein Video von euch hochladen, dann könnt ihr euch ein bisschen promoten und für euch ein bisschen Werbung zu machen. Ich bin zwar jetzt nicht der Ober-Babo-YouTuber mit 800 Millionen Abonnenten, aber vielleicht schauen so 10 bis 20 Leute mal bei euch vorbei und ihr wisst schon. Alter, weißt du, was mir gerade mal auffällt? Nein. Ja, das auch. Aber wenn ich mal mit Leuten zusammen spiele oder zusammen zock, dann fällt mir meistens mehr zum Reden ein, als wenn ich alleine spiele, weißt du, ich meine, man konzentriert sich dann alleine eher doch schon auf das Spiel und Alter, von hinten mit der Shotgun, du Jupp, Junge! Richtig schwul, du Noob, Alter. Weißt du schon, dass das Video 18 Minuten lang geht? Ja, bam, Junge. Ja, das schaffen wir schon. Du sagst, wir sind am Verlieren. Wir sind doch im russischen Team. Wir sind. Alter, ich hab mich gerade so konzentriert. Du Noob, alter Mann. Wow. Mach dir keinen Kopf. Der Sunny ist da. Der Babu. Chabos wissen, wer der Babu killt. Ah, fuck. Alter, du Noob! Dann werde ich jetzt mal hier die PP 2000 reindonnern und ja, chill mal, Junge. Ah, jetzt habe ich die PP 2000 drin, machst du nix. Ich danke euch wieder vielmals fürs Einschalten. Haut da rein, bis zum nächsten Mal, ciao und ja, genau, jetzt habe ich es verkackt. Haut da rein, ciao. Pekinu, ciao. Tschüss, meine lieben Bienen, heißt es.